Mein Drill-Instructor bekommt ein Gedächtnis verpasst, damit er mich noch mehr quälen kann, noch härter motivieren kann und die Sprüche vielleicht noch besser werden. In einem der letzten Videos, das verlinke ich hier oben, habe ich sozusagen die erste Version von dem Drill-Instructor gebaut. Da geht es darum, um Dinge durchzuhalten, also in dem Moment Sport durchzuziehen. Ich habe einerseits gesagt, ich will dreimal oder viermal die Woche Sport machen. Wenn ich nicht durchziehe, dann soll er mich entsprechend verbal bestrafen oder mich entsprechend dazu motivieren. Das heißt, ich bekomme täglich um 18 Uhr irgendwie so ein Motivationsanschreiben, wie so richtig so ein Militär, so an Drill Instructor. Und der hatte aber nur so eine Art Mini-Gedächtnis, also kurzzeitig gar nichts. Und in diesem Video verpasse ich dem ein Gedächtnis. Das heißt, wir gucken, dass wir die Antworten, die mir er schon vorher gegeben hat, die E-Mails, die er mir geschickt hat, dass wir uns die merken in einer SharePoint-Liste, sozusagen wie so ein Protokoll, so ein Verlauf. Und dass wir jedes Mal, wenn der das nächste Mal uns irgendwie quasi eine E-Mail schicken soll, dass er sich dann die historischen Daten holt, was er mir schon geantwortet hat, und basierend darauf sozusagen eine E-Mail verfasst, die dann noch ein bisschen griffiger sein sollte, hoffentlich. Ja, und hier siehst du technisch betrachtet, siehst du, wie man in Power Automate, wie man mit Variablen umgeht, wie man mehrere Sachen in eine Variable quasi reinpackt, wie wir so eine Array-Geschichte uns so mehr oder weniger so modular zusammenbauen und die dann im Prinzip immer länger wird, so mehr oder weniger, und dann an ChatGPT übergeben und das sozusagen das Ganze ein bisschen, vielleicht ein bisschen bessere Antworten noch liefert als vorher. Ich würde sagen, im Video zeige ich dir im Detail, wie das Ganze funktioniert. Ist ein bisschen, ich sag mal, anspruchsvoll. Guck dir das mal in Ruhe an. Kannst du gerne mal reingucken. In den Kommentaren würde es mich natürlich brennend interessieren, wofür brauchst du denn einen Drill Instructor oder wofür? Was sollte ich denn als nächstes für eine KI oder für einen Bot in welche Richtung bauen, der dich motiviert, der irgendwas macht? Mach's mal in die Kommentare, würde mich echt brennend interessieren. Aber erstmal rein ins Video und lass uns den Drill Instructor noch brutaler, noch härter machen. Also, ab geht die Post. So, denn ran an die Sache hier und wir scrollen das jetzt einmal so durch. Guck mal, wenn du das letzte Video gesehen hast, dann ist das hier so ein bisschen schon ein bisschen länger geworden, umfangreicher. Aber keine Angst, wie gesagt, wir sprechen das durch. Ich werde jetzt natürlich auf die Sachen aus dem letzten Video nicht so im Detail drauf eingehen, da kannst du so gerne reingucken. Und dir das einmal ansehen, aber hier, was ist hier neu geworden? Also, wir gucken erstmal vielleicht einfach in den Playground erstmal hier rein, bei OpenAI. Und du hast jetzt die Möglichkeit, Completions zu erstellen oder eine Chat oder einen Assistant oder eine TTS. Probier es aus, hier kannst du Text eingeben, dann liest er dir das schön vor. Wir wollen aber einen Chat erstellen und im letzten Video haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier die Systemanweisung gegeben, das heißt, ich habe ihn hier gesagt, das habe ich schon vorbereitet, ich habe das jetzt hier einfach mal eingefügt, damit sagst du dem Bot, was er ist und wie er antworten soll und welche Rolle er hat und so weiter. Und dann folgen eigentlich die nächsten Schritte, die nächsten Unterhaltungsschritte sozusagen. Das heißt, in meinem Flow habe ich dann jetzt, sage ich ihm dann jetzt quasi täglich, ich habe jetzt so und so viel Sport gemacht und das war der historische Verlauf und das sind die letzten und so weiter. Das ist mein Zielgewicht, das ist mein aktuelles Gewicht und so weiter. Und dann sage ich ihm einfach mal hier, wir diktieren einfach mal was. Ich habe heute zwar Sport gemacht, aber hatte nicht so richtig Lust und habe dann irgendwann mal mittendrin abgebrochen. So mit Windows und H kannst du diktieren. Guck mal. Und dann sagst du jetzt hier Run und dann startet er und dann antwortet der Bot. Ne? Der Assistant antwortet natürlich in dem Stil, wie ich das von ihm sozusagen hier erwartet habe. Ne? Das heißt, hier müssen wir ein bisschen Tokens hier. Token machen wir hier, komm, 2000 hier, fertig ist die Sache. So, und dann antwortet der Assistant und dann würde ich sagen, ich verspreche mich zu bessern und werde beim nächsten Mal mehr Sport machen und mich mehr anstrengen. Ja, der Drill Instructor spricht und dann so, Versprechen sind schön, guck mal, Versprechen sind schön und gut, aber Taten sprechen lauter als Worte. Ja, okay, gut. Ja, ist ja gut. So, worauf ich eigentlich hinaus will, wenn du dir das jetzt mal hier gleich anguckst, guck mal,
Hier oben rechts können wir den Quellcode Viewcode aufrufen. So, das heißt, jetzt sehe ich den Quellcode. Und jetzt siehst du, dass wir hier so eine Unterhaltung haben. Ne? Das heißt, ich habe hier, das startet immer mit einem System Anweisung. Dann sagst du ihm, was der ist und so weiter. Und dann sagst du, das ist dann der User. Das heißt, das ist dann quasi deine Antwort oder Anweisung. Dann hat der Assistant geantwortet. Dann hat wieder der User was geschrieben und dann hat wieder der Bot geantwortet. So. Und das ist ja immer schön, wenn der im Prinzip so einen Verlauf hat, dann weiß er ja, der GPT weiß dann ja, was er mir in der letzten Antwort gegeben hat und so weiter. Und dann kann man auf dem Gespräch aufbauen. Das hatten wir beim letzten Mal nicht. Im letzten Video hatten wir grundsätzlich immer nur den Systemprompt sozusagen. Und dann hatten wir einmal den User-Prompt haben wir übergeben und wir haben von dem Assistent, also von dem Bot, eine Antwort gekriegt. Die habe ich mir dann per E-Mail geschickt und dann war die Unterhaltung quasi durch. Ja? Und am nächsten Tag haben wir wieder von Null angefangen. Und das wollte ich jetzt so ein bisschen hier bisschen beheben, beziehungsweise ein bisschen erweitern. Und das habe ich jetzt hier in dem Flow hier sozusagen gemacht. Wenn man sich das aber jetzt hier nochmal anguckt, dann wirst du feststellen, dass wir hier, wenn du so im Programmiertechnischen so ein bisschen auskennst, dann ist das ein Objekt oder ein Array. Das heißt, das kann man als eine Liste oder als ein Array hier sehen. Und hier sind einzelne Objekte. Das heißt, diese geschweiften Klammern, siehst du, das wiederholt sich, das ist ein Muster hier. Das ist quasi ein Element sozusagen, ein Objekt, wie du das auch mal nennen willst. Und da steht dann, das ist die Rolle, System und Content und so weiter. Und dann geht das wieder von vorne los, Komma, und dann geht das wieder von vorne los, und dann Komma, und dann wieder. So, das heißt, du hast so Blöcke quasi, so blockartig das zusammengeschustert hier. Und das habe ich jetzt hier versucht nachzubauen. So, was haben wir hier gemacht? Das ist jetzt der Trigger, der wird jetzt wie auch immer wieder ausgeführt. Das ist ein untergeordneter Flow, wie gesagt, im letzten Video mehr Details dazu. Und dann habe ich jetzt hier eine Variable erstellt. Ich habe die mal Chat Array genannt, habe die einfach initialisiert, ganz wichtig, immer ganz oben, Variable müssen wir zuerst initialisiert werden, also ganz oben im Flow. Falls sich da mehr zu interessiert, habt auch einen Online-Kurs zu Grundlagen und so weiter in Power Automate. Da erzähle ich dir das alles und dann hier initialisiere ich das, ganz wichtig, dass als Array-Variable initialisiert wird. Und im nächsten Schritt, sofort in der nächsten Aktion, ist das eine Aktion an Array-Variable anfügen. Und da füge ich dann das hier quasi ein. Ja, das heißt, das ist dann, du siehst ja, das ist Rolle, ist System, das war im Prinzip hier. Das ist quasi sozusagen dieses Einsteiger-Ding. Ja, Rolle, System und so weiter. Dann habe ich jetzt hier meinen System-Prompt sozusagen hier eingegeben und fertig. Und du musst dir das jetzt so vorstellen, diese Variable wird hier sozusagen der Speicherplatz dafür eingerichtet. Und hier wird die Variable schon um ein erstes Element sozusagen angefügt. Also erst, da ist ja nichts drin, erstmal, danach kommt das erste. So, dann haben wir hier Variable, gut, das ist hier mein Training, wie viele Trainings pro Woche, wie viel das Gewichtsziel ist, das ist mal vom letzten Video. Aber hier kommt schon der Drill Instructor Protokoll abrufen. So, was heißt das? Ich habe eine Liste erstellt und zwar hier Drill Instructor Protokoll und hier habe ich jetzt die Spalten Rolle und Nachricht. Das heißt, Rolle ist ein Auswahlfeld. Dort habe ich entweder User oder Assistant. Und hier habe ich dann die Nachricht. Das ist ein Typ hier. Kann ich mal fix zeigen hier. Also Spalte hinzufügen. Komm, mal aktualisieren. Hat sich aufgehängt oder was? So, hier Auswahl. Beziehungsweise hier, das ist mehrere Textzeilen. Das ist das hier. Das ist dann die Nachricht. Und hier speichere ich sozusagen in dieser Liste, speichere ich nach jedes Mal, wenn der Bot sozusagen fertig ist, ja, das ist hier weiter unten, überspringen wir das mal gerade hier, Drill Instructor Assistant erstellen. Das ist quasi, hier wird in der Liste, wird jetzt quasi Auswahlfeld Assistant und hier wird der sozusagen der Body, das heißt, hier wird die Nachricht von ChatGPT sozusagen gespeichert. Ja, das heißt, hier wird ChatGPT, das heißt die Antwort von ChatGPT gespeichert und hier wird vorher, also das heißt hier, wie siehst du, HTTP, das ist diese
GPT-Anfrage sozusagen, das ist das dazwischen. Und davor speichere ich quasi die Rolle User und dann die Ausgabe und in dem hier eben bei Verfassen, dort packe ich mir sozusagen meinen täglichen Prompt. Ja, das heißt, da steht dann drin, wann das letzte Mal Training und dann die ganzen historischen Daten und so weiter. Im letzten Video, wie gesagt, gehe ich da detaillierter drauf ein. Und dieses, das speichere ich mir in der Aktion Verfassen und dann lege ich das sozusagen in der SharePoint-Liste, speichere ich das Ganze. Ja, so, und jetzt gehen wir hier wieder einmal oben, ein bisschen nach oben scrollen, das heißt der Reihe nach. Das heißt, hier rufe ich, wie gesagt, das ist jetzt, hier sind im Moment noch keine Einträge drin, hier kommen gleich Einträge rein. Das heißt, die rufe ich ab, wenn da welche drin wären. Und dann laufe ich das hier quasi durch. Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier in eine Schleife rein und alles, was hier so drin steht, das hole ich mir raus und dann füge ich das an die Array-Variable an. Das heißt hier, das ist ja ein einzelnes Element. Ja, das heißt, wir führen das gleich testweise durch, dann siehst du es. Dann steht hier einmal, steht hier Rolle User und dann die Nachricht. Dann darunter ist ein Eintrag mit Assistant und die Nachricht und so weiter. Das heißt, ich habe es einfach der Reihe nach schön drin und das hole ich mir dann raus und das packe ich alles in diese Array-Variable hier rein. Ja, das heißt, vergiss nicht, in der Array-Variable steckt schon der Systemprompt drin. Das heißt, da ist schon was drin. Dann hole ich mir alle vorherigen Unterhaltungen und Antworten aus der SharePoint-Liste raus. Dann packe ich die auch wieder Schritt für Schritt in eine Variable rein. Dann, das war vom letzten Mal schon, hier Aktivitäten abrufen, Kategorie, das ist altbekannt, wie gesagt, aus dem letzten Video. Und dann aktuelle Nachricht an sowieso, hatten wir gerade eben. Und hier wird an die Array-Variable wird nochmal quasi sozusagen angefügt, und zwar der aktuelle Prompt. Ja, das heißt nochmal, hier wird initial quasi der Systemprompt, na, wo ist er? Da, der Systemprompt reingestopft. Das heißt, du hast erstmal nichts drin in der Variable, dann kommt der Systemprompt rein. Dann holen wir uns diese ganzen quasi letzten Unterhaltungen raus aus der SharePoint-Liste und packen das quasi sowieso auf den Stapel noch einen oben drauf. So, das ist hier. Im Prinzip wächst das Ganze abhängig von der Länge von deiner SharePoint-Liste, kommt dann das nochmal dazu auf die Array-Variable, dann das und so weiter. Also es füllt sich so langsam. Und dann müssen wir ja zum Schluss sozusagen, ja, müssen wir einen neuen Prompt sozusagen, eine neue Anfrage an den Chat-Bot stellen. So, und das ist dann quasi hier unten an Array-Variable anfügen nochmal. Wie gesagt, die Variable ist jetzt abhängig von deinem Content, unterschiedlich mit unterschiedlichen vielen Objekten sozusagen, Listenelementen gefüllt. Und hier kommt dann nochmal zum Schluss sozusagen der aktuelle Prompt. Ja, und den haben wir uns hier zwischengespeichert in der Verfassen-Aktion vorher. Ja, das ist das, was hier drin ist. Das mache ich in die Variable sozusagen rein. Ja, und dann haben wir eine Variable, die ist jetzt gefüllt. Die hat einen Systemprompt, die hat die historischen Unterhaltungen mit ChatGPT und dann hat sie noch den neuesten. Und dann geht es hier weiter und dann übergeben wir das Ganze an ChatGPT. Und das hier ist sozusagen nur das Grundgerüst, mehr oder weniger. Hier ist nur noch übrig geblieben das Modell, also GPT-4o. Du kannst auch 4 Mini oder sonst was nehmen, das Modell ist egal. Also das kannst du selber auswählen. Dann, und hier ist das Entscheidende, Messages, und hier kommt der gesamte gesammelte Output sozusagen der Array-Variable, ja, der Chat-Array, das heißt hier, das, was Sie jetzt gesagt haben, diese individuell zusammengestellte Variable, und die beinhaltet alles, und dann sagst du nur noch, das sind so Einstellungssachen hier drinne, die Antwort, wie lang soll sie sein, wie viele Token soll sie haben und so weiter. Das heißt, das ist auch hier im Prinzip, wenn du hier hinguckst, das ist sozusagen, das ist der Block hinten dran, der immer gleich bleibt. Ja, das heißt, wir haben, das bleibt in unserem Prompt und mehr oder weniger, das war schon und das zu Beginn. Und dann haben wir diesen ganzen inneren Teil,
haben wir jetzt quasi individualisiert. Ja, das heißt, abhängig von wie lange die Unterhaltung läuft, wie viele Einträge du hast und so weiter, wird die Unterhaltung immer und immer wachsen. Jetzt führen wir das einmal aus und dann gucken wir uns das Ganze an, wie das sozusagen im Produktiven aussieht. Ich mache jetzt hier wie üblicherweise hier, ich habe wie gesagt so ein Stream Deck hier auf dem Schreibtisch, da habe ich mir einen Knopf eingerichtet, habe ich auch im letzten Video schon gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Wenn du noch keins hast, unten drunter ist ein Link, kannst du gerne angucken, kaufen, was auch immer. Ich drücke da jetzt mal drauf, dann wird der Prompt ausgeführt. Jetzt gehen wir mal weil jetzt sehen wir erstmal noch nichts, aber wenn ich jetzt hier zurückklicke, ich will nichts speichern, dann habe ich jetzt hier da wird der ausgeführt, der Flow. Ich klicke da jetzt schon mal rein. So, das heißt, der hat reagiert. Und guck mal, da ist meine E-Mail vom Drill Instructor gekommen. Jetzt gucken wir mal, wie die aussieht. Da ist sie. Ich schiebe die mal ins Bild hier. Das ist quasi die E-Mail, die mir der Drill Instructor geschickt hat. Guck mal, Soldat, hör mir gut zu. So, es ist soweit und so weiter. Kannst dir, wenn du Lust hast, kannst du Video anhalten, einmal durchlesen. Dann passt das. Ich mache das jetzt mal. Ich schließe die E-Mail mal hier und dann gucken wir uns mal hier so ein bisschen rein. Und jetzt guck mal, vielleicht wird das ja so ein bisschen transparenter. Guck mal, da ist die Variable, die ist ja noch leer. So. Dann fügen wir das an. Da ist die Variable jetzt sozusagen mit diesem Systemprompt drin. Das ist der Inhalt. Ja, das ist der Anfang. Dann haben wir nochmal so, mit 4 Einheiten und ich will jetzt hier 85 Kilo will ich erreichen, das ist mein Ziel. Und dann kommt das hier, Drill Instructor Protokoll abrufen. Guck mal, jetzt hat er nichts, weil Value, die Liste, die SharePoint-Liste war ja vorher, die ist ja leer. Aber nachdem wir den Prompt das erste Mal den Flow ausgeführt haben, hat er dann natürlich alles hier gespeichert. Das heißt, es gibt einen Eintrag jetzt mit User und mit Assistant. So. Und hier ist dann einerseits, guck mal, das sind dann so der Prompt, den ich dann schicke, mit den Details, historischen Informationen, wann ich trainiert habe, wann ich Sport gemacht habe und so weiter. Und das ist dann logischerweise die Antwort, die der Bot jetzt gerade eben sozusagen gespeichert hat. Ne? Das heißt, beziehungsweise ausgegeben hat. So, und jetzt bei diesem ersten Verlauf ist ja noch nichts drin. Das heißt, die Array-Variable ist dann auch noch nicht, da ist noch nichts drin. Aktivitäten, Kategorien, okay. HTML-Tabelle erstellen. Da ist es jetzt auch, das ist dann am Ende, hier ist das eine SharePoint-Liste, die ich abgefragt habe und daraus baue ich im Prinzip eine HTML-Tabelle, die ich dann sozusagen in den Prompt hier reinschiebe. Aktuelle Nachricht an ChatGPT, guck mal, das ist jetzt sozusagen das, was heute sozusagen passiert ist, die neueste Nachricht und die schiebe ich jetzt in diesen Array hier rein. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Text, so, gucken wir mal rein. Das ist die Array-Variable, sozusagen. Das haben wir da jetzt dran geflanscht. Dann Drill Instructor Protokoll User erstellen. Das ist quasi das ist das hier. Ne? Das heißt, in dem Moment wird dieser Eintrag erzeugt. Das heißt, wurde eingesammelt, alles gemacht und das wurde jetzt erzeugt mit dem Schritt. So, da gehe ich jetzt mal, scroll mal runter. Das ist dann verfasst, das ist einfach nur eine Kontrolle, sozusagen für mich auch, um eine Ausgabe zu haben. Siehst du, Systemprompt und dann kommt der User und dann kommt diesmal jetzt schon mal gar nichts mehr. Und dann geht es an HTTP und so weiter. Und dann habe ich Drill Instructor Assistant. Hier erstelle ich jetzt sozusagen den zweiten Eintrag, Assistant und Soldat und so weiter, hast du ja gesehen. Das speichere ich mir jetzt an dieser Stelle in der SharePoint-Liste als neuen Eintrag. Das ist das, was diese Aktion HTTP, also was ChatGPT ja sozusagen als Antwort geliefert hat, das speichere ich mir jetzt in der SharePoint-Liste. So, dann wird das Datum nochmal und dann war es das. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt führen wir das fix nochmal aus. Ich habe wieder auf mein Stream Deck gedrückt und jetzt wird ein neuer angetriggert. So, der wird ausgeführt, siehst du? So, der läuft. Zack, gehe ich da mal rein, mal fix. Dann wird er ausgeführt. So, die E-Mail ist schon da. Ja, das heißt hier, hör zu und so weiter. Seitdem sind 3 verdammte Tage vergangen. So, also der geht da, wie gesagt, da müssen wir den Prompt nochmal ein bisschen anpassen, dass er in der Unterhaltung auf die letzten so ein bisschen Dollar drauf eingeht. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren, sondern jetzt gehen wir hier Drill Instructor. Und jetzt ist, das Geniale ist, guck mal, jetzt beim letzten Mal waren hier keine Werte.
Jetzt sind hier logischerweise mindestens zwei Einträge drin, die schon vorher drin waren. Ja, die hat er sich jetzt geholt. Und diese flanscht er jetzt sozusagen an die Variable dran. Und jetzt haben wir, bevor wir das an ChatGPT übergeben, in dieser Verfassen-Aktion, guck mal, die ist jetzt entsprechend länger, ne? Das heißt, hier gibt es ein Systemprompt, dann gibt es User, dann gibt es wieder ein Assistant, dann gibt es wieder ein User und fertig. Und logischerweise, das übergebe ich jetzt an ChatGPT. So, der verarbeitet das Ganze, liefert wieder eine Antwort und diese Antwort schicke ich einmal per E-Mail und einmal speichere ich das wieder in der SharePoint-Liste sozusagen. So, und dann demnach, wenn ich das jetzt wieder aktualisiere, guck mal, dann aber User, Assistant, so. Und so haben wir quasi wie so ein Chatbot gebaut, wie so eine Unterhaltung und dadurch kann der auf historische Informationen zurückgreifen, weiß, was er mir vorher gesagt hat, wird dann sehr wahrscheinlich immer ein bisschen griffiger, ne? Noch griffiger, als er jetzt schon so oder so ist, weil er weiß, dass der mir schon fünfmal gesagt hat, dass ich mich jetzt anstrengen soll und ich habe es immer noch nicht gemacht. Deswegen ist das schon so ganz genial und du siehst jetzt hier, wie so etwas in Power Automate umgesetzt wird, dass du Informationen sammeln kannst, dir quasi so eine Chat bauen kannst mit einer Array-Variable und so einen Drill-Instructor baust, der dich über eine gewisse Zeit begleitet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, beim Nachklicken. Wie gesagt, wenn du mit Power Automate noch null Erfahrung hast, noch komplett neu bist in dem Business, dann habe ich für dich einen Online-Kurs. Natürlich logischerweise, da erkläre ich von Grund auf alles, wie das Ganze funktioniert. Aber baue es nach, versuche es mal, probiere es aus und bis zum nächsten Video. Tschüss.